Selbst RTL benannte seine Sendung Bachelor in Paradise, kurzerhand um in Sebi in Paradise. In der fünften Woche der Dating-Show gingen wohl rund 70 der 75 Minuten Sendezeit auf das Konto von Sebastian Vogel. Das Liebeskarussell rund um den 32-Jährigen und seine Frauen kam kurz vor dem Finale noch einmal so richtig in Fahrt. Seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte das Drama in der Nacht der Rosen, in der Sebastian vor Moderator Florian Ambrosius klarstellen musste, ob er denn nun Single sei oder nicht. Im Gala-Interview erklärt der Fitnesstrainer seine Sicht auf die Entwicklung im Paradies. Sebastian Vogel: Ich bin, auch wenn es viele nicht glauben wollen, ein emotionaler Typ. In einigen Momenten hat man das schon gesehen. Mir geht das schon nah. Ich musste zwischendurch häufiger tief durchatmen. Ganz ehrlich, es waren Momente dabei, in denen ich meinen Freunden sagte: Holt mich erst wieder rein, wenn die Rosenvergabe vorbei ist. Das haben sie auch gemacht. Vogel: Meine Freunde konnten mich verstehen. Die haben eher mit dem Kopf geschüttelt und sich gefragt, was da los war. Vor allem die Tatsache, dass sich die anderen darüber aufregen, dass er steht, konnten sie nicht nachvollziehen. Das ist bei mir natürlich auffällig, weil ich der Einzige bin, der auf Dates geht. Aber darum geht es nun mal bei dem Format. Dafür wurde ich eingeladen und die Möglichkeit nehme ich natürlich auch wahr, wenn ich sie bekomme. Vogel: Grundsätzlich wird natürlich relativ wenig gezeigt. Es sind nur kleine Bruchteile aus den Gesprächen. Klar mache ich meine Sprüche, flirte und gehe auf Dates. Aber die Situation mit Saskia war der erste Moment, in dem einfach nicht alles rüberkam. Auch gestern war es stark gekürzt. Das kann ja gar nicht so rüberkommen, wie es wirklich war. Vogel: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Was Jannika betrifft, das ist schon seit dem letzten Jahr so. Da diskutiere ich nicht zum ersten Mal drüber. Vogel: Man muss erstmal in meine Haut stecken in so einer Situation und das erlebt haben, dann können andere das vielleicht nachvollziehen. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich dann gerne rechtfertige, darüber rede und auch ausführlicher bespreche. Daher bin ich auch auf die Gruppe zugegangen, als ich gemerkt habe, sie reden hinter meinem Rücken über mich. Wahrscheinlich hätte ich gestern einfach sagen sollen: Ich bin Single. Punkt. Gib mir jetzt die Rose, weiter geht's. Ich habe in dem Moment entschieden, das zu sagen, was ich gesagt habe. Ich wusste im Vorfeld nicht, dass das so läuft. Vogel: So richtig nah gekommen sind wir uns ja nicht. Darunter verstehe ich einen Kuss. Vor dem Date hat sie die ganze Zeit Körperkontakt gesucht. Ich habe sie natürlich nicht weggeschubst. Warum soll ich das auch machen? Wenn sie mich umarmt, umarmt sie mich. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Das war doch wirklich harmlos. Hätte ich mit ihr rumgemacht, könnten wir darüber reden, dass wir uns nahe gekommen sind. Aber so. Die anderen machen doch nichts anderes. Die kuscheln in der Villa, ich habe das auf dem Date gemacht. Vogel: Jannika hat ein Interview gegeben, in dem sie unter anderem sagt, dass sie Bachelor in Paradise des Geldes wegen gemacht hat. Mehr gibt es nicht dazu zu sagen. Vogel: So bin ich. Ich bin nicht da, um rumzumachen oder mit den Frauen im Bett zu landen. Das ist ein Dating-Format, ich will Menschen kennenlernen. Bei mir ist es einfach so, egal wie ich mache es falsch. Erst habe ich zu viele Dates, wenn ich rummachen würde, wäre ich die absolute Schlampe, jetzt mache ich nicht rum und dann ist das wieder ein Indiz für irgendetwas anders. Hand aufs Herz, es ist ja so, die Mädels kommen doch zu mir und fragen: Sebi, möchtest du mit mir aufs Date? Ich hingegen habe sogar schon ein Date abgesagt.